Herzlich willkommen zum heutigen Spieltag der DEL. Aber bevor es da losging, schauen wir erstmal auf den Betriebshof. Was ist denn hier heute los? Eine ganze Reihe an Übertragungswagen und auch schon der Transporter der Bietigheim Steelers steht im Hof und wird gerade entladen. Und währenddessen haben sich die Kinder natürlich in der Kabine schon umgezogen und warteten auf ihren Einsatz in der kleinen Halle. Vorher haben wir natürlich in der Kabine nochmal geschaut, ob auch alle wirklich ihre Schlittschuhe ordentlich gebunden haben. Und dann war es soweit. Das Warten ging los, bis man aufs Eis darf, weil den Befehl bekommt man nur von seinem Trainer. Der kam kurze Zeit später durch das magische Tor von der großen Halle zur kleinen Halle. Und dann ging es endlich aufs Eis. Einer nach dem anderen stürmte die kleine Halle und währenddessen musste unser Trainer Jonas noch das Equipment für das heutige Training bereitstellen. Hier fährt er mit dem Tor spazieren, dann noch ein paar Hütchen und die Pucks dürfen natürlich am Schluss auch nicht fehlen. Was ein Torhüter immer macht, natürlich auch im Training als Spieler, zu schauen, dass das Tor an der richtigen Stelle steht und auch fest verankert wird. Währenddessen die letzten Vorbereitungen, bevor dann alle wirklich hier am Training teilnehmen und ihren Spaß haben. Währenddessen haben die Betreuer schon die Trinkflaschen vorbereitet, weil das durchaus ein ganz wichtiger Job ist. Hier seht ihr gleich noch die Trinkflasche von Finn. Die sehen immer gleich aus bei uns, egal bei Max oder Finn. Da ist immer unsere Löwenflasche mit dem Namen drauf und dann auch der Trikotnummer. Beim Finn die 1, bei Max die 10. Hier ein paar Übungen von unseren Jungs aus der U9. Heute, wie gesagt, Finn in der ersten Trainingseinheit als Spieler auf dem Eis. Hier auch mal ein Blick in die kleine Halle, weil sonst dürfen wir ja immer nur von außen zuschauen. Aber heute hatten wir auch mal den Perspektivwechsel. So ein bisschen wie ein Fisch im Aquarium konnten wir mal von innen nach draußen schauen und sehen, wie viele Menschen gleich auf den Außenring möchten. Da wir heute zwei Trainingseinheiten haben, heißt es wieder umziehen. Da wir dafür immer die Ausrüstung vorher schon bereitlegen, ist auch mal wieder aufgefallen, dass wir neue Kufenschoner brauchen. Währenddessen haben draußen die Bietigheim Steelers mit ihrem Mannschaftsbus schon Stellung bezogen und machen sich im Betriebshof mit einem Fußball ein wenig warm. Dabei entdeckt haben wir auch unseren früheren Löwenspieler Tim Schüle, der jetzt in der vierten Saison für die Bietigheim Steelers seine Schlittschuhe schnürt. Während des Warmmachens hat sich Konstantin Braun, der Kapitän der Steelers, ein bisschen die Jungs in der kleinen Halle angeschaut. Die haben natürlich weiter fleißig trainiert und Finn war heute nicht immer der absolut motivierteste hier am Start und machte hier manchmal einen eher auf Schildkröte. Heute konnten wir das mal machen, morgen bitte nicht. Morgen geht's gegen die Düsseldorfer EG, die Kölner Haie und die Dynamites aus Troisdorf im nächsten NRW-Turnier. Diesmal bei uns in der Eissporthalle auf der Außenfläche. Zur kleinen Belohnung ging es aber dann zu den Profis als Zuschauer. Was steht ja natürlich als erstes Spektakuläres auf dem Programm? Der Einlauf der Profis. Moderiert von Rüdiger kommen hier die Protagonisten der Löwen Frankfurt eingelaufen. Als erstes den Torhüter, den kennt ihr diese Woche schon, den haben wir schon mehrfach im Bild gehabt. Dann unser Kapitän und natürlich auch Nathan Burns. Die Löwen haben gewonnen und was gibt es am Schluss immer? Natürlich das obligatorische Abklatschen. Zum Abklatschen hat sich Finn einen ganz exklusiven Platz ausgesucht, nämlich den auf der Strafbank der Gästemannschaft. Und so ist man ganz nah dran. So ist man nicht nur ganz gut dran, sondern kann auch mal seinen Gegner von morgen, nämlich den Lennox, abklatschen. Der spielt morgen für die Dynamites aus Troisdorf und war heute als Zuschauer und als besonderer Gast auf dem Eis. Wenn man dann natürlich erkannt wird, wie hier von Reed McNeil, dann ist es natürlich für Finn umso schöner, sich nachher den Tanz der Tänze anzuschauen. Trotz des Sieges der Löwen Frankfurt und der guten Leistung von Jake Hildebrand, muss man sagen, beim Tanzen gibt es noch weiterhin Luft nach oben. Jungs, gewinnt einfach ein bisschen öfter, da kann er ein bisschen häufiger üben. Oder einfach mal wieder den Basti Plot-Kutzes ranlassen, weil der ist als Tänzer eine wirklich brillante Kanone. Wir sehen uns morgen und tschüss.